Willkommen zu Straßenstark, heute mit Helgi Nachtsheim, mit Susanne Fröhlich und Jörg Thaddäus. Und mit dem Meister unter den Quizmastern, hier ist Roberto Cappellotti. Dankeschön, vielen Dank, danke. Was gehört auf eine Pizza Prosciutto e Funghi? Und gibt es Nacktfotos von dir? Das wollte ich unter anderem von unseren heutigen drei Straßenstars wissen. Die stellen sich jetzt vor. Hier sind Knut, Rebecca und Bettina. Ich bin Hausfrau, verheiratet, mit zwei Kindern. Also ich singe zuallererst furchtbar gern in Reihchöre. Sehr ehrenamtlich tätig, im Landfrauenverein, bei uns im Ortsverein, bin im Bezirksverein, ständig unterwegs. Bin ein sehr offener Mensch, sehr ehrlicher Mensch, liebe Gesellschaft, tu halt gern was für andere. Bin ungeduldig, ohne Ecken bin ich nicht. Mein Mann sagt, ich wäre rechthaberisch, stimmt nicht, ich weiß halt mehr. Ich bin Diplomdesignerin, mache alles, was mit Pixeln zu tun hat. Vergeben, fast 3 Jahre. Ich habe eine Schwalbe, so ein Muppet, da bastle ich ab und zu dran rum, Möbel aufwerten. Also do it yourself. Ich nähe, bin ganz gerne draußen, zelten, campen, insgesamt einfach gerne unterwegs. Lebenslustig, ungeduldig, manchmal kratzbürstig und dickköpfig, kann gut kochen, backen und wohne in einer Hausgemeinschaft mit meiner Oma und meinem Freund. Ich bin Filialleiter hier in Frankfurt. Du verkaufst Autos? Verheiratet, 2 Kinder. Deine Hobbys? Motorradfahren, malen, einfach drauf auf die Wand und fertig. 3 Marathons, 4 Halbmarathons und so. Trotzdem zielorientiert, kunstinteressiert, Vollchaot, das Leben richtig genießen und Spaß haben. Momentan habe ich noch Türkisch angefangen zu lernen. Merkaba, ja. Wirklich, Dirk Bech. Meine Frau würde sagen, ab und zu mal ein bisschen cholerisch. Ich kann ja schon mal in die Decke gehen. Ja, unsere Samstags. Knut, Rebecca und Bettina. Auf der Dartscheibe. Welche Ziffer steht da ganz oben, wollte ich von den dreien wissen. Weißt du, Susanne? Kein Schimmer. Jörg, hast du es mal gespielt oder weißt du es? Ja, ich habe es gespielt, aber keine Ahnung. Also oben die Ziffer, die oben drüber steht. Nicht eine 1, keine 1. Nee, ganz oben steht nicht die 1 und nicht die 0, ganz oben steht die 20. Wer von den dreien weiß das? Wer ist ein Kneipengänger? Kneipen spielt man das ja ab und zu mal. Dart, Knut verbringt seine Zeit wahrscheinlich eher mit Laufen. Henny, was meinst du? Ich glaube, dass Bettina das weiß, weil sie in diesem, wie heißt der Verein, Landwirtschaftsverein? Landfrauen. Ja, dass sie mit den Landfrauen regelmäßige Dartabende veranstaltet. Wenn ich dann Landfrauen im Fernsehen sehe, dann haben die eigentlich meistens irgendwie Trachten an und kochen sehr alte Gerichte. Aber oft auf dem Rücken eine Dartscheibe haben die dann oft. Also. Dann, ihr sagt beide, Rebecca? Mhm. Ich könnte es mir bei Rebecca gut vorstellen. Die wohnt ja, ich glaube, mit ihrem Opa oder mit der Oma. Mit der Oma und ihrem Freund. Dem Freund. Und der Freund hat gesagt, es ist schon eine gewagte Kombination jetzt so, aber wenn ich die Dartscheibe aufhängen kann, weil er spielt wahnsinnig gern Dart. Ich knüpfe da an, die wohnen zusammen und die Oma ist aber diejenige, die zockt. Also die hat auch einen Partykeller, das ist so ähnlich wie bei den Landfrauen auch. Also die macht jede Art von Glücksspiel unten im Keller. Der Freund von Rebecca, der ist so ein ganz anständiger Typ, der hat da ein bisschen mit gehadert. Ja, vor allem, weil er die auch mal halten muss, die Scheibe, ne? Weil die wollte sie nicht aufhängen. Er muss die Scheibe halten und die Oma interessiert sich jetzt für Messer werfen. Also es ist nicht ohne da in dem Haus, also geht's ab. Aber daher kennt sie das. Heißt auch die Dart-Doris, die Oma. Aha, okay. Das heißt, auf Knut hat jetzt keiner getippt. Ihr glaubt, bei Knut sollte er euch am unsichersten. Wir schauen uns Knut zuerst an. Weiß er, dass auf der Dartscheibe die 20 oben ist? Auf einer Dartscheibe, welche Ziffer steht denn da ganz oben? 20. 20 oben, 4. Ich hab da eine hängen. Ich würde sagen 20 oder 21. 22. Doppelte von der 12 bei der Uhr. 20 war der erste Einfall. Die erste Idee ist immer die beste. Ja. 20. Das war richtig, Knut. Sehr gut. Aber Susanne und Jörg, sind Sie sicher, dass Rebecca das weiß? Welche Ziffer steht auf der Dartscheibe ganz oben? 20? Nee, warte mal. Nee, die 20 ist links, 25 in der Mitte. Was ist denn da oben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. 5. Doch, 20. Wir haben eine Dartscheibe im Keller hängen, aber ich weiß es nicht mehr. 5. Bleib's im Treffer. Hart. Also die Antwort hat alles gestimmt. Antwort, sie hat eine war gegeben. Bitte? Die richtige Antwort war gegeben, würde ich sagen. Du meinst, wir hätten den Film da beenden sollen? Der Linie. Ja. Ich hab eigentlich kein Wort gesagt. Nein. Sie kam selber mit der 5. Das kann ich bestätigen. War total sauber, dein Ball. Der Schiedsrichter des Grauens. Okay. Schauen wir uns jetzt Hennys Tipp an, die Bettina, und spielt bitte die Version ein, wo sie es weiß. Welche Ziffer steht denn auf der Dartscheibe ganz oben? Das ist die 20. Was ist denn das? Weil ich Dart gespielt habe. War sogar richtig gut. Haben wir es aufgehört? Keine Lust mehr, keine Zeit mehr, zu aufwendig. Aber du weißt es oben, die? 20. Keine Lust, keine Zeit mehr, aber die 20 Minuten. Die 10 Minuten.
Wahnsinn. Die letzte ägyptische Königin wollte ich von den dreien wissen. Und das war natürlich, Jörg, Kleopatra. Ja, richtig. Wer von den dreien hat das gewusst, dass die letzte ägyptische Königin tatsächlich Kleopatra war? Was glaubt ihr? Sicher den Liz Taylor-Film. Ah, Bettina wegen Kleopatra im Film. Dann kann man auch, es gibt ja auch eine Apotheke, dieses Kleopatra-Bad. Aha. Ganz und wichtig. Shoot Milch à la Kleopatra, ich bade darin, das erklärt meine Schönheit. Okay. Ihr beide sagt beide Knut. Ich glaube, dass Knut hat eine komplett umfassende Asterix-Sammlung und kennt es aus dem Band Asterix bei den Ägyptern. Mhm. Und da kommt, wird auch gesagt, dass die letzte Kleopatra, ist. Die hat in dem Band so eine Riesennase. Ja, wirklich. Henny ist so unglaublich klug, genau so ist es. Ja. Aus Asterix. Weiß das Knut, glaubt ihr? Wir gucken uns zuerst Rebecca an. Auf Rebecca hat niemand getippt. Hier ist Rebeccas Antwort. Wie heißt denn die letzte ägyptische Königin? Aber das ist nicht die mit den Haaren. Ach, wie heißt denn die? Kleopatra ist das nicht. Einzige, die ich kenne. Nofretete. Ach, die, ach so. Gibt noch Ra. Nee, ich nehme mal Kleopatra. Doris. Die ist so eigenklänglich. Kleopatra. Ja, das war gut, Rebecca. Das war die richtige Antwort. Wenn man nur eine kennt. Könnte das die letzte sein? Merke ich schon. Sie hat nichts von Asterix erzählt, aber Asterix hat gelesen, der Knut. Und deswegen weiß er das auch, glauben Susanne und Henny. Ja. Die letzte ägyptische Königin heißt? Nofretete. Ja. Ja. Weißt du das? Kennst du mit der ägyptischen Geschichte? Ich nicht kennen. Es gibt ja noch Kleopatra. Nee, Nofretete. Du findest es auch verdächtig, dass ich einfach eine genannt habe. Da glaubst du, ich will dich auf den falschen Pfad führen. Das weiß ich nicht, aber Nofretete ist mir spontan eingefallen. Also. Er bleibt bei seiner spontanen Eingebung. Schauen wir uns noch die Bettina an, den Tipp von Jörg. Jawohl. Wie heißt denn die letzte ägyptische Königin? War das jetzt die Nofretete oder war das Thea? Nee, das muss die im Ding zusammen war. Da die, wie heißen die jetzt wieder? Diese Vorabendserie nicht. Mit dem Gift, mit der Schlange umgebracht hat. Die mit dem Caesar zusammen war, der Kleopatra. Ja, ich denke, die war das. Das war die letzte, ja. Danach war er aus. Ja, dann kam nämlich der Alexander und dann müsste es eigentlich vorbei gewesen sein. Ja, kennt sich aus. Sehr gut. Bettina. Kleopatra. Henny, bestellst du dir ab und zu mal Pizza nach Hause oder gehst du gerne Pizza essen? Ich kenne die Nummern von allen Pizzaservices in der Umgebung auswendig. Okay, was ist eine Pizza Prosciutto e Funghi? Was kommt denn da drauf? Ist das nicht Schinken mit Pilzen? Richtig, Prosciutto, Schinken, Funghi sind die Pilze, genau. Schinken und Pilze. Wer hat das gewusst von den dreien? Dass das eine Pizza Prosciutto e Funghi, Schinken, Pilze ist. Bettina ist vielleicht öfter mal in Italien gewesen. Knut weiß es, sagt ihr beide? Knut hat bei der WM... Rückblick hat bei jedem Spiel, das er guckt hat, immer Pizza bestellt mit der Familie und kennt das genau wie ich weiß alles. Ja, du bist jetzt mittlerweile auf Rebecca Ja, Rebecca hat mal so einen Pizzaboten verführt. der war so knabenhaft entzückend und dann hat sie den. Und das Codewort, wenn sie wollte, dass er vorbeikommt und ein kurzes Weilchen bleibt, war Prosciutto e Funghi. Ich finde das für Sex, wenn man da mal über Pilze... Ja, gut. Darf man sich jetzt alles nicht so wörtlich... Da haben sie auch immer Primavera gesagt. Oder? Ja, finde ich, klingt besser. Oder Quattro Stationi. Wir wissen es nicht so genau, aber sie wird es uns gleich erzählen. Susanne. Ich habe eigentlich sofort auch an Knut gedacht. Ja. Ich wollte mich aber von Henny distanzieren, aber jetzt, wir sind halt füreinander gemacht. Und eben. Wir ticken ähnlich. Okay, bei Bettina seid ihr euch tatsächlich unsicher, ob sie das weiß. Wir gucken uns zuerst mal Rebecca an, den Tipp von Jörg. Sie hat den Pizzaboten mit diesem Stichwort Prosciutto e Funghi bestellt und dann ging es wie auch immer weiter. Prosciutto e Funghi sind Schinken und Pilze. Eine Pizza Prosciutto e Funghi, was gehört da drauf? Schinken und, wie heißt das Zeug, was mein Freund nicht isst? Fungi? Na, Champignons. Ja? Ja. Das sind Prosciutto e Funghi? Ja, Prosciutto klingt sehr nach Schinken. Ja. Und Funghi ist meistens ja, dieses Champignons-Gedöns. Ja, Champignons und Pilze, das war richtig. So, bevor wir uns den Knut angucken, den Tipp von Susanne und Henny, schauen wir mal, was Bettina gesagt hat. Wusste sie's? Was gehört auf eine Pizza Prosciutto e Funghi? Funghi ist klar, es ist Pilze. Was heißt Prosciutto? Prosciutto, Tomate? Ich habe noch nie so eine gegessen. Fungi? Fungi ist Pilze, das weiß ich. Aber was das andere ist, weiß ich nicht. Ich würde mal schätzen, Tomaten. Also, sie mag keinen Schinken wie Rebecca. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das hat ja keiner auf Bettina getippt. Sondern ihr beide sagt, der Knut weiß das. Das Gesicht. Was gehört auf eine Pizza Prosciutto e Fungi? Prosciutto ist Pilze und Salami, ne? Der Prosciutto sind Pilze. Ja. Zwiebeln sind Tonno. Prosciutto, Fungi.
Meine Tochter isst das Ding immer. Also die Pilze sind drauf und irgendein Fleisch, Salami. Prosciutto e funghi. Ja, Salami und Pilze. Ja. Leider daneben. Heißt ganz die Salami knapp. Auf Italienisch Salami? Ja, Salami, genau. Ja. Ja, ja. Okay, wir kommen zur nächsten Runde. Es geht um Eigenschaften der Straßenstars und von Jörg Thaddäus weiß ich zum Beispiel, dass er sehr gerne noch Briefe von Hand schreibt. Ne, so Jörg? Ist das, ja. Was ist da anders, wenn man das mit der Hand schreibt? Es dauert länger. Ich finde, es sieht zum einen schöner aus. Mhm. Es kommt mehr von Herzen und ich mag alles, was damit zu tun hat. Ich mag das Papier, ich mag die Füller. Wer von den dreien schreibt denn auch gerne mit der Hand? Bettina macht das? Ja, also ja. Das passt irgendwie, von allen dreien passt das am besten zu ihr. Irgendwie. Ja. Ich glaube, dass Bettina mittlerweile fast alles per E-Mail macht, weil das einfach schneller geht. Rebecca findet das romantisch. Und die findet es auch schön. Die sagt, das ist eine Kultur, die muss man auf. Ich finde auch, es ist wirklich was Wunderschönes, wenn man einen handgeschriebenen Brief bekommt. Knut, Männer werden im wesentlichsten Sachen von Frauen inspiriert oder erstmal ermuntert. Und Knut hat seine Frau gewonnen über das über schöne Liebesbriefe, die er geschrieben hat. Ja. Und da ist er einfach bei geblieben. Also dass, wenn er hin und wieder auf Dienstreise ist. Ach so, er schreibt seiner Frau dann die schreibt Briefe. Er seiner Frau schöne. Er schreibt nicht so wahnsinnig viele, aber wenn er dann mal unterwegs ist, dann schreibt er wenigstens eine schöne Karte oder schreibt ihr einen Brief. Hört sich überzeugend an. Hier ist Knuts Antwort. Schreibst du noch Briefe von Hand? Ja. Ja. Wem denn? Meiner Frau. Ja. Mit Füller. Seht euch doch jeden Tag. Ja, hallo? Und? Gibst du den auch auf bei der Post? Also kommt er mit der Briefmarke? Nee, der liegt dann schon im Bett. Das ist ja hochromantisch. Wie oft kommt das vor? Geburtstag, Weihnachten, hin und wieder auch mal zwischendurch. Ich weiß nicht, wie Frauen jetzt vom Fernsehen sitzen und sagen, das kannst du auch mal machen, was der Knut macht. Da stehen Frauen drauf. Ja, er kennt sich aus, der Knut. Ja, kennt sich auch aus. Wow. 10 Punkte dazu, ja. Weil das ja wirklich ein Volltreffer war mit der Frau, ja, dass er die Briefe nur an die Frau schreibt, kriegst du einen extra Punkt. Ja, Dankeschön. Finde ich schon. Die Bettina, Susanne meint, Bettina schreibt eher nur E-Mails. Mittlerweile schreibt nicht mehr per Hand. Nein. Aber Henny sagt, doch, tut sie sehr wohl. Schreibst du noch Briefe von Hand? Postkarte und sowas, Briefe. Ja, nee. Machst du jetzt E-Mail oder rufst du an? E-Mail, ich mach fast alles über E-Mail, ja. Oder ja, nicht mehr. Nö, SMS mal so, aber nee. Bild ist noch die Rebecca, die mag das auch sehr gerne, mit Hand zu schreiben, Briefe, sagt Susanne. Schreibst du noch Briefe von Hand? Selten, sehr selten, aber wenn dann so an Omi oder an meinen Freund oder so. Wenn ich Päckchen verschicke, dann schreibe ich einen Brief dazu. Nee, schreibst du per Hand? Nee, schreibe ich per Hand. Du machst sie im Computer und dann ausdrucken? Es ist so ein Last-Minute-Ding meistens, bis ich dann den Rechner angeschmissen habe und das also ausgedruckt. Es dauert viel länger, als das Ding mit Hand zu schreiben. Also es ist persönlicher. Also du schreibst noch Briefe von Hand? Ja. Ja, ja. Ja, mach sie doch. Das sind 10 Punkte für Susanne, die ersten 10. Ja. Ich wollte von den dreien wissen, ob sie beim Auto ein Schaltgetriebe oder ein Automatikgetriebe bevorzugen. Wer hat gesagt, ich bevorzuge ein Schaltgetriebe, bei dem ich schalten muss? Ich knüpfe da an die Geschichte von Henny von vorhin an. Diese Landfrauen-Wochenenden, insbesondere in der warmen Jahreszeit, fahren die viel Rallye. Also Handbremsen, 180-Grad-Kurve und sowas. Ja. Und, weil wozu ist man auf dem Land? Man hat Platz. Das machen die oben bei uns am Feldberg. Das ist ja direkt am Fuße des Feldbergs. Die fahren dann hoch und dann auf den Parkplatz. Damit springen und so weiter. Und da braucht die Bettina, da muss die Bettina, die muss Kontrolle über das Fahrzeug haben. Sonst ach, da brennen sie mit den Hinterreifen so runde Kreise in Asphalt und so. Das macht Bettina. Sie lässt auch die Reifen leidenschaftlich gerne quietschen. Mhm. Die Kinder haben schon gesagt, Mama, mach halblang. Aber es hat sich bei den Landfrauen so angewöhnt. Zweifelsohne, wird so sein. Nee. Es ist Rebecca, weil Rebecca hat den Führerschein ja noch nicht so wahnsinnig lange, ist ja noch ein junges Ding. Ja. Und die den Führerschein neu machen, haben immer Angst, dass sie das mit dem Schalten verlernen. Dann hat sie gesagt, ich wollte ein Auto zum Schalten, damit sie das auch nicht... Wenn sie auf Automatik den Führerschein gemacht hat? Nein, hat sie nicht, weil sie hat es auf Schaltung gemacht, damit sie auch, wenn sie im Ausland einen Leihwagen nimmt, die Automatikwagen sind immer teurer. Henny, was glaubst du denn? Ich bin voll, ich hänge mich einfach mal auf Jörg. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Der Knut ist ja im Autohaus. Ja. Der Tiptronic und diesen ganzen Kram. Der hat alles, der hat so ganz modernes Zeug, aber der braucht keine Schaltung. Schauen wir uns den Knut an, hier ist seine Antwort. Bevorzugt er tatsächlich ein Automatikgetriebe? Beim Kraftfahrzeug, beim Auto, bevorzugst du Schaltung oder? Automatik. Warum? Automatik. So, ja, bin im gewissen Alter. Ist doch cool hier mit dem Getriebe. Automatik. Bin jetzt in dem Alter, wo man Automatik fährt. Alles schön langsam angehen und nicht jetzt hier... Ganz langsam. Ganz langsam. Er bevorzugt die Automatik. Das war richtig, dass ihr nicht drauf getippt habt. Ja. Aber war es denn von Susanne richtig, auf Rebecca zu tippen, dass sie gerne mit Schaltung fährt?
Beim Kraftfahrzeug bevorzugst du Automatik oder Schaltgetriebe? Schaltgetriebe. Wie praktisch mit Automatik? Ich bin noch nie mit Automatik gefahren. Automatik ist wie Schaltung, nur ohne Schalten. Ja, das finde ich komisch, dass man dann nur so zwei Pedalen hat. Guckst du immer so, ach schön, drei Pedale, wie toll. Also wenn man mit Schaltung gelernt hat, bremst, dann macht man ja automatisch beide Füße drauf für die Kupplung und für die Bremse. Und das fände ich komisch, wenn dann auf einmal ein Fuß ins Leere geht. Ja, und deswegen mag sie die Schaltung. Richtig, Susanne, 10 Punkte. Du holst auch. So, und Bettina, die fährt gerne mal hoch auf den großen Feldberg und brennt dann mit ihren Hinterreifen da so runde Kreise in den Asphalt. Donuts, da seid ihr euch beide einig, sie ist absolut Handmade-Frau, die will schalten. Bevorzugst du Automatik oder Schaltgetriebe beim Auto? Schalten. Ja? Ja. Warum? Ich will ja was tun, also sonst sitze ich ja nur drin und gebe nur Gas und lenk. Da kann ich auch einen Rollstuhl fahren. Sportlich. Ja. Ja. Super. Ja. Schaltgetriebe. Ja. Ja, sie braucht Action. Das sind 10 Punkte für euch beide. Tolle Begründung. Ich wollte von den dreien wissen, ob es von Ihnen Nacktfotos gibt. Was glaubt ihr, wer hat gesagt, ja, gibt es von mir Nacktfotos? Ich meine jetzt damit keine Baby-Nacktfotos oder sowas, sondern Nacktfotos. Ich hatte mal eine Wette verloren, da muss ich das machen. Also von Jörg Thaddäus wissen wir schon mal, es gibt Nacktfotos von ihm, es gibt aber offensichtlich Nacktfotos von Bettina, der Landfrau, den Landfrauenkalender. Die Amateurfilmgruppe der Landfrauen haben einen... die haben so einen Kalender, Kalender-Girls. Ein Softporno gedreht. Au. Ein Landfrauen-Softporno. Ja. Ach, da war also noch mehr als nur Nacktheit, sondern da war auch Nacktheit in Aktion. Dings, und davon gibt es natürlich Fotos vom Set. Mhm. Und deswegen hat Bettina auch... Ja, du warst Rebecca mit der Oma zusammen, haben die mal so eine Session gemacht? Nein, das hat sie nicht. Das gehört zu den ganz wenigen Sachen, die sie mit Oma zusammen nicht gemacht hat. Ja. Bei so einem Campingurlaub lag sie so ein bisschen verwunschen auf einem Schlauchboot. Mhm. Das ist dann so komisch. Ja, aber mit dem Campingurlaub ist gar nicht so doof. Knut könnte sich auch bestimmt nackt, aber warum sollte der sich nackt fotografieren lassen? Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja. Können wir mal weitermachen. Susanne hat sich ja noch nicht entschieden. Susanne hat sich jetzt entschieden. Ja. Von Knut. Ich glaube, es irgendwie von keinem. Gibt es Nacktfotos von dir? Zumindest nicht im Erwachsenenalter, ja. Als Kind ist ja klar. Da, nein. Nee? Nein. Hast du eine Session gemacht oder so? Oder mal beim FKK-Urlaub? Hier. Nee. Da steht er. Nein. Also, der Knut. Der Knut. Nee, da steht gar nichts. Nee. Nein. Nacktfotos. Nee, dann doch nicht. Ich versteh's. Von Knut gibt's doch keine Nacktfotos. Ja. Aber verwunschen auf einem Schlauchboot, die Bilder hat zumindest Jörg Thaddäus in seinem Kopf schon gesehen. Wird Rebecca das bestätigen, dass es die auch gibt? Gibt es Nacktfotos von dir? Jetzt schon rot. Echt? Ja, gibt es. Ja? Ja. Wer hat die gemacht? Das sag ich jetzt nicht. Freund hat die gemacht. Vielleicht. Oder deine Oma? Hausgemeinschaft mit der Oma, mach mal ein paar Fotos von mir. Ich bin gerade nackig. Nee. Du hast mal so eine Session gemacht. Du bist eine Blume gekommen, zeig mir, wie du bist. Ja, stell ich mich mal ins Blumenbeet, dann kann man mal. Kriegst du im Blumenbeet draußen eine Freiheit, hat das gemacht? Auf gar keinen Fall, nein. Blind. Ja. Wo finde ich die? www? Nixda.de. Aber es gibt welche, jawohl. Ja, recht gehabt. Nixda.de. Nixda.de. Es hat nichts mit Bettina. Nixda.de. Und die Bettina hat mit der Videogruppe der Landfrauen auch mal einen soften Film gedreht und da waren alle nackig und da gibt es auch Fotos von, sagt. Ja, natürlich. Henny, selbstverständlich. Gibt es Nacktfotos von dir? Um Gottes Willen. Wieso nicht? Nein. Ja, wieso denn? Man kann aber Nacktfotos von dir gemacht haben. Nein. Unter der Dusche vielleicht? Nein. Selbst wo ich noch richtig gut ausgesehen habe, nein. Auch nicht bei Facebook oder so? Um Gottes Willen. Dann kann ich es auch gleich hier hinhängen. Nee. Nee, dann doch nicht, Henny. Unser Punktestand, äußerst interessant. Wir haben Henny und Susanne mit jeweils 20 Punkten und führend Jörg Thaddäus, 51 Punkte. Sie schreiben doch bestimmt auch Briefe von Hand oder vielleicht Nacktfotos von Ihnen. Möchten Sie auch einmal hier im Studio eingeschätzt werden von unserem großartigen Rateteam, dann schlagen Sie sich doch mal vor als Straßenstar. Oder vielleicht kennen Sie jemanden, von dem Sie sagen, es ist ein guter Straßenstar. Das Ganze können Sie machen unter straßenstars.de. Und jetzt kommt eine Runde, die ist für euch beide wichtig. Ja, mit den doppelten Punkten. Die brauchen genau wir. Die. Ja. So, ihr dürft euch jetzt einen Straßenstar aussuchen. Zu dem kriegt ihr zwei Fragen gestellt. Susanne, du zuerst. Du nimmst? Ich nehme Bettina, weil sie in Glashütten wohnt. Und das ist ja neben meinem Ort sozusagen. Ah ja, okay, wir sind ja Nachbarn. Henny. Ja. Nee, ich nehme Knut, Jörg. Okay, super. Ich wollte von Bettina wissen, wann man in Deutschland am Auto die Nebelschlussleuchte einschalten darf. Weißt du es?
Bei Sichtweiten unter 50 Metern. Genau. Außerhalb von geschlossenen Ortschaften. Und nur dann darf man das machen. Genau, genau. Bei Sichtweiten unter 50 Metern. Das wollten wir hören. Hat sie das gewusst? Sie kommt ja aus dem Glashütten. Soll ich dir sagen, in Glashütten hat man den Nebelscheinwerfer an. Von erfunden. Nicht Scheinwerfer, ich meine Rückleuchte, ne? Ich meine die Rückleuchte in dem Fall. Aber, ja. Wir haben die eigentlich immer an da oben. Weil das ist ja eine einzige Suppe. Ab September ist bei uns ja kurz vor Winterreifen, ja. Und dann bis April. Und da ist, wenn es nicht schneit, ist Nebel. Das heißt, sie weiß es nicht, weil sie die einfach durchgehend anhat, aber ab September. Ich weiß es nicht. Ach. Bettina, ich glaube, nein. Okay, hier ist sie. Wann darf man in Deutschland am Auto die Nebelschlussleuchte einschalten? Wenn du nach vorne guckst, also 25 Meter nach vorne nichts siehst, mhm. Oder? Oder 50 Meter? Mann, ich fahre schon so lange Auto. Jetzt zwei Vorschläge gemacht. Das waren schon 50. Also ich sag 50 Meter. Ja? Ja. Hast du aber geraten? Ja, dann sage ich 25. Was macht man jetzt? 50. Jetzt wieder 50. Ja, 50. Und 50 war richtig, Bettina, yeah. Aber leider dafür oh ja. Keine Punkte für Susanne. Der Knut, den habe ich gebeten zu ergänzen. Retten, löschen, bergen. Bergen. Und? Vorsagen. Schützen. Vorsagen. Retten, löschen, bergen, schützen. Der Wahlspruch der Feuerwehr. Hat er das hinbekommen? Das sieht man doch öfter auf Autos hinten draufgeklebt, dieses Schild. Dem geht's wie mir, der weiß vielleicht maximal eins von den beiden Begriffen. Und dann wurschtelt er sich irgendwas zurecht, aber er weiß es nicht. Also er kriegt das Bergen und Schützen nicht hin? Nein. Gut. Ergänze mal. Retten, löschen. Ah, scheiße, Feuerwehr. Retten, löschen, bergen. Oh, scheiße. Retten, löschen, bergen, schützen. Ja. Retten, löschen, bergen, informieren. Ja, informieren ist scheiße. Schützen. Schützen. Recken, löschen, bergen, schützen, ja. Er hat's gewusst, Henny. Schade. Ui. Für uns läuft's wirklich sehr gut. Ja, für uns läuft's super gerade. Ja. Ja. Jörg, das Sprichwort, da beißt die Maus. Kein Faden ab. Genau, hat das Rebecca hinbekommen. Kein Faden ab. Ja. Ja, kennst du schon auch mal solche Sprichwörter? Oder? Ja, ich weiß gar nicht mal genau, woher man diese Sachen kennt. Aber man kennt ja. Die doch. Okay. Ja. Vervollständige mal, da beißt die Maus. Das ist das nicht die Ratte in den Schwanz oder so? Da beißt sich die Maus. Da beißt die Maus. Ach so, die Maus, nicht die Zähne aus. Das ist auch blöd, ne? Da beißt die Maus der Ratte in den Schwanz? Ja, der Katze in den Schwanz. Da beißt die Maus der Katze in den Schwanz. Von wegen, das hat sich jetzt gelohnt für die Maus. Das nehmen wir so. Ja. Ja. Auch schön, schöne Varianten. Bettina! Ja? Ist die mehr als zweimal pro Monat Fertiggerichte? Was glaubst du? Ach Gott. Ich wollte wissen, wie oft isst du Fertiggerichte? Also macht sie öfter mal so eine Tiefkühlpizza oder eine Dosensuppe auf oder was es alles gibt, so für Anfertigzeug. Und wenn du dir jetzt was holst, so, keine Ahnung, Hamburger. Einen Döner oder Sushi oder so, ist das auch Fertiggericht? Ich meine jetzt wirklich diese klassischen Fertiggerichte, die man zu Hause hat. Eine Dose Ravioli, was weiß ich, eine Tütensuppe. Pizza, Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza, sowas in der Richtung. Ist mir mal so schlecht geworden von diesen Ravioli, kalt. Ach nee, das hast du nicht gemacht. Ach, doch. Doch, ich war doch kalt sind die eigentlich lecker. Ein kleines bisschen lecker. Getrunken. Ja. Ich habe als Jugendlicher nichts anderes gegessen. Immer also diese kalten Dosen Ravioli. Oh, das Geilste. Wenn du verkatert bist, morgens eine Dose Ravioli. Oh. Boah. Das ist super. Da hörst du auch auf zu trinken. Nein, sie ist nicht mehr als zweimal im Monat. Nicht öfter als zweimal im Monat kommt das nicht vor. Nein. Wie häufig isst du Fertiggerichte? Nee, ganz selten. Kühlpizza. Am liebsten selber gemachte Pizza. Nee, ist aber so als Landfrau mal eine Tütensuppe, das geht eigentlich nicht, oder? Doch, das mache ich auch. Natürlich, wenn ich allein bin. Ihr kocht da immer nur stundenlang rum und so. Ich sag mal, eine Suppe zweimal im Monat. Und nicht öfter als zweimal im Monat. Jawohl, das sind 20 Punkte für Susanne. Das war ja mal nötig. Sehr gut, Susanne. Ich wollte von Knut wissen, wie er sich am Telefon meldet, an seinem privaten Telefon, wenn ihm der Anrufer unbekannt ist. Also entweder zu Hause am Festnetz, da sieht man ja nicht unbedingt, wer ihn anruft. Ja. Oder auf dem Handy und du siehst eine Nummer, die du nicht kennst oder da steht unbekannter Anrufer. Wie meldet er sich dann? Sagt er seinen Namen? Nee. Nee? Er sagt sowas wie, ja. Also meldet er sich mit Namen? Nein. Ja. Kennst du den Knopf? Ach so, den Knopf. Ja, ja kein danke. Problem. Wie meldest du dich am Telefon, privat, wenn dir der Anrufer unbekannt ist? Kommt darauf an, in welcher Stimmungslage ich bin. Am zu katholisches Pfarramt. Da kommt katholisches Pfarramt, Friedhofsgärtner oder irgend sowas, ja. Also weder Vor- noch Nachname? Wenn es zu Reitalg ist, wo ich mit keinem Anruf rechne, ja. Und du rechnest eigentlich nie mit dem Anruf? Die meisten kriegen mich übers Handy, ja. Also er meldet sich nicht mit dem Namen, so ja. Wie du sagtest. 20 Punkte, jawohl. Okay. So. Junge Menschen sind immer ungeduldig. Rebecca sagt das von sich ja auch, dass sie ungeduldig sei. Zahlt sie im Supermarkt passend? Ist manchmal auch so ein Ehrgeiz, dass man sich denkt,
dann ist sie ganz lieb zu mir, die Kassiererin, wenn ich passend zahle. Oder warum soll der mag Kassiererin die nicht mehr. Also gerade kurz vor Feierabend mögen Kassiererinnen eigentlich das gar nicht, wenn man passend zahlt, weil dann musst du ganz... Weil du danach das ganze Kleingeld ja noch mal aber zählen siehst, musst. Du versuchst ja mit möglichst wenig Kleingeld aus dem in den Feierabend. Wir müssen viel häufiger hier uns treffen und solche Sachen besprechen. Weil ich gehe durch mein Leben und denke mir, die Kassiererin freut sich. Aber Rebecca sitzt diesem Irrtum auch auf. Sie glaubt auch, die Kassiererin freuen sich, wenn sie passend zahlt. Mhm. Zahlst du im Supermarkt passend? Kram, Kram, Kram. Hier waren wir noch 1,30. Ja. Ja. Nervig, oder? Ach, das ist mir egal. Also wenn ich alt bin, dann haue ich auch die ganzen Centstücke auf den Tresen und sag zehnmal selber. Sammelst jetzt schon die Centstücke, wenn du dann Rentnerin bist, dass du dann mit Centstücken bezahlen kannst? Für später, genau, sammle ich das schon. Ja. Die Zahlen passen, jawohl, richtig. Ja, ja, ja. Ja, unser Punktestand, wir haben Henny und Susanne mit 40 Punkten, führend Jörg, 71 jawohl. Punkte. Ja. Aber das kann sich noch ändern, denn jetzt kommt unsere Mutprobe in der Sendung. Eine neue. Oh. Hatten wir uns überlegt, es gab 10 Euro. Dafür sollte euer Straßenstar einfach ein Brot essen. Ihr habt jetzt so ein zusammengeklapptes Sandwich-Toastbrot bei euch. Und ja, genauso hat der Straßenstar es auch bekommen. Er hat nicht gesehen, was da drauf liegt. Durfte er gucken? Nein, er durfte nicht gucken. Ihr könnt gerne mal gucken. Das ist eine Madengeschichte. Also so eine Madensituation. Unterschiedlichste. Sind die tot? Die sind tot. Boah. Aber wie gesagt, euer Straßenstar wusste ja nicht, was drauf liegt. Ein Sortiment köstlichster Maden. Also da kann ich, das kann ich, glaube ich, für Rebecca, vor allem, wenn sie das erste Mal reingebissen hat, ich weiß nicht, wo ihr sie dann hinbringen musstet, aber sie hat niemals das ganze Brot aufgegessen. Das, also das, da wirklich, da würde ich mal, würde ich Nacktfotos drauf verwetten. Also wenn sie, damit das jetzt richtig verstehe, wenn sie es gemacht haben sollten, wenn sie können das ganze wir in einer der nächsten Ausgaben von Straßenstar Nacktfotos von ihr zeigen. Kein Problem. Aber nur, wenn sie das ganze Brot aufgegessen hat. Kann ich in dieser Sendung dabei sein? Natürlich. Darf ich bei dieser Sendung fehlen? Ist ja fürchterlich, Roberto. Das ist eine ganz schlimme Aufgabe, muss man mal sagen. Aber man muss das ja nicht machen. Der Deal ist doch ganz klar. Mach es oder mach es nicht. Macht er nicht. Macht der Knut nicht. Nein, das macht er nicht. Was ist mit Bettina? Ich glaube, dass Bettina reinbeißt, weil die eigentlich ein Tough Cookie ist. Ja. Aber dass ich es dann auch ekler finde, nein. Wir schauen uns zuerst Knut an. Henny sagt, Knut beißt einmal rein, aber bricht dann ab. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, dass er es nicht isst. Er wird es nicht aufessen. Bitte. Knut! Ja? Lecker Stulle für dich. Aufessen? Ja. Nicht aufklappen vorher oder so. 10 Euro. Na klar. Zwei Hände. Was ist denn da drauf? Als Motorradfahrer kennt man das. Mit offenem Mund fährt. Magen. Hm? Eine Kollektion. Ja, und? So, gucken wir uns Bettina an. Bettina sagt, nee, also weiß man sowieso nicht gerne, für 10 Euro vielleicht, aber dann ist mir zu gefährlich, was da drauf sein könnte. Leider mache ich das nicht. Susanne. Bettina, ich mache dir ein Angebot. Ja. Du isst dieses Butterbrot, nur die eine Seite, die eine Hälfte, kriegst 10 Euro. Darfst aber nicht gucken, was drauf ist. Nee, also was Essen angeht, bin ich sehr, 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 sehr empfindlich. Schäbisch? Nee, das ist mir nicht wert. Nee? Nein. Ja. Wir sind uns einig, du machst es nicht. Oh, geht. Sie hat es nicht gemacht, so wie Susanne sagte. 40 Punkte gesetzt. 80 Punkte. So, liegt ja Thaddäus richtig und Rebecca hat es nicht gemacht. Wird er der Gewinner der Sendung sein? Hat sie es doch gemacht, werden wir alle die Gewinner sein. Denn wir werden Nacktfotos von Jörg Thaddäus demnächst hier in der Sendung zeigen können. Oder zumindest im Internet. Kein Problem. Auf straßenstars.de dann? Es wird dazu nicht kommen, deswegen habe ich keine Sorge. Gut. Rebecca, Hunger? Ja, voll hungrig. Das kannst du essen, kriegst 10 Euro. Ich esse es. Einfach mein Gott, ich hab's gesehen. Oh Mann, ist das ekelhaft. Und man hört's knacken. Soll ich ein Foto machen schon? Und das hier hast du gegessen? Mhm, wir sind ja klein. Susanne Fröhlich hat sich spontan während des Films schon bereit erklärt, dass sie die Fotos machen würde von Jörg Thaddäus. Und zwar am liebsten jetzt sofort. Ne? Können wir eigentlich auch machen. Wir können es auch später machen. Ich habe meinen Körperöl nicht dabei. Ja. Wir freuen uns mit Susanne Fröhlich, denn sie ist unsere Gewinnerin heute mit 80 Punkten. Vor Henny Lachsheim und Jörg Thaddäus.
Danke, Herr Rungus Straßenstars. Ihr wart großartig. Knut, Rebecca und Bettina, danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zusammen. Freue mich, dass du es bist.